Hallöchen, herzlich willkommen zu Far Cry 5. Hallo. Immer noch da. Zum Bisum, Bisum. Oh, wie schön. Nachbarn, was Tolles. Ja, ja, ja. Ich muss dann erzählen, wie es ausgegangen ist, wenn sie es wirklich abholt. Und den Rotheitfaktor des Kopfes. Ja. Hui. Oh, ich hab den Fernseher umgeworfen, das tut mir leid. Nur noch 3 Comics, dann hätten wir's. Oh, was zu lesen hier. Ah gut, ich komm. Oh, Jura. Links von dir? Ja, da waren... Oh ja, Vorteilsheft und... Aber du hast ja eh schon alles. Na los, Brian, wie viel Anreiz brauchst du denn noch? Die Leute machen keine Scherze, wenn sie sagen, dass sie diesen Stör 200 Jahre alt ist. Der wiegt bestimmt eine Tonne, wir können damit in die Medien. Du wolltest Skylar doch schon immer beim Fischen übertrumpfen, oder? Das wird der Fang deiner Träume. Ich habe alles nur Ausrüstung. Ich brauche nur noch einen starken Mann wie dich, in diesen Brocken im Wasser zu ziehen. Komm nach Hope Country, diese Reise wird sich lohnen. Ja, den haben wir doch auch schon getroffen, bei dem muss ich ja noch das Zeug raus. Jo, die Skylar, ja. Ja. So, das sind schon... Oh, die sind gleich... Das erste Fass ist hier gleich. So, ich will noch... Hab ich jetzt alles? Hast du noch irgendwas gesehen? Ein Comic oder so? Scheiße, hier ist wieder eine Hütte, die ich noch nicht... Drin... Oh, ich muss hier nochmal hin. Nee, noch aktuell gerade nicht. Hier sind viele Fässer, aber... Ja. Nee. Ja, das ist auch die... die Insel vom Chef. Na, wir müssen noch mal ganz kurz zurück hier. Ich habe da noch einen Ort, den habe ich noch nicht entdeckt. Ich verfluch mich gerade selber. Hey. Ich will doch eigentlich nur ins neue Gebiet und ich schaff's einfach nicht. Das ist. Aber da ist eine Hütte, die habe ich noch nicht entdeckt und vielleicht findet man da irgendwas Tolles. Eigentlich findet man nie irgendwas Tolles, sondern meistens muss ein Vorteilspunkt oder so ein Ding, wo du mal angeln kannst. Ja. Ist aber gleich hier um die Ecke, also gerade mal 250 Meter. Irgendwas ist da, ich würde gern ein bisschen was. Aber hier müssen wir doch schon mal gewesen sein. Hier gab es doch Boomer als Begleiter. Hey, kann gut sein, aber hier hinten, da wo ich jetzt gerade hin will. Das hier ist irgendwie so ein Apfelplantage, ja? Und da brennt's auch. Kürbis, ja. Kürbis. Nee, das sind Äpfel. Boah, ist der doof! Der ist voll durch den... Oh, er lebt noch. Der ist durch den Zaun gehämmert und dann vom Kurt gefallen. Ach, du kommst wieder nicht mit hinterher, ne? Ich bin noch auf der Farm und da sind Gegner, die mich... Ja, aber wir müssen noch zu dem Gebiet, was ich entdeckt habe. Du läufst übrigens in die falsche Richtung. Das haben wir schon entdeckt, ja, aber hier war ich nicht auf dieser Apfelplantage. Ich habe extra ein Kärtchen hingemacht, wo wir hinlaufen. Ah, du kommst. Alles abgebrannt hier. Wow. Ich müsste doch irgendwas geben. Card, sehr schön. What? Alles hier umsonst. Ernsthaft nichts. Gut, Munition, ein Gewehr. Bär, so wie es klingt. Wir machen das Beste aus dieser zweiten Chance. Nee! Wow! Hier ist immer was los. Sonst gibt's hier nichts. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Oder zu sehr verwirrt. Nicht mal ein Bunker oder so? Hm.
Nö, bloß Quad-Ding, Arcade-Auto. Dafür habe ich jetzt extra umgedreht. Ich halte es im Kopf nicht aus. Okay. Rom ist das erste Whisky-Fass. Wo haben wir? Da drüben gibt's was. Da gibt's ein Boothaus. Dann fahren wir eine Runde Boot. Und sammeln ein paar Fässer ein, ne? Ja. Da ist ja irgendwo ein Außenposten am Wasser. Den können wir uns dann auch holen. Und dann sind wir jetzt auch gleich im neuen Gebiet. Endlich! Ja. Ich denke, entdeck wieder was und dann muss ich schnell zurückreisen. Oder ich gebe alle Fässer und ich finde alle Fässer dann und dann müssen wir auch wieder zurückreisen. Ja. Ich glaube, da kommt gerade jemand. Kommen Gegner. Ist das auch ein bisschen vermehrt? Ich habe noch kein einziges Boot gekauft, sehe ich gerade. Ist okay. Ich habe mein erstes Boot gekauft. Oh, ich mag blau. Fahren! Oh, da kommen schon wieder Gegner. Na komm. Reicht ja. Bist du drauf? Ja, ja, ja. Ich muss immer mal kurz nachfragen, bevor ich Gas gebe. Ne? Ich sehe das riesen NG wieder über uns herausfragen. So eine mega Ranze. Ranze. Mega Ranze. Dann gehe ich kurz tauchen und du wählst die Sachen. Okay. Ist gar nicht so tief hier, oder was? Nö, ist nicht so tief. So, das nächste Fass. Warte, ich markiere mal. Ja, genau. Geradeaus und rechts. Ja. Das geht ziemlich schnell. Also hier war es auch gerade nicht tief. Ich denke mal, wenn es tiefer wird, dauere ich ein bisschen länger. Bist du da unten bist? Freund oder Feind da vor uns? Ja, Freund. Ah, jetzt haben wir wieder einen neuen Region. Gut, ich glaube ein bisschen zu weit gefahren. Nee, 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 ist okay. Rechts. Rechts von uns. Okay, das ist tiefer unten. Alter Schwede. Boah, Alter. Gibt's eine Taucherausrüstung? Nee, es gibt nur eine Fähigkeit, dass du länger atmen kannst unter Wasser. Da unten ist ein Hausboot? Also ich bin noch nicht mal da und meine Luft ist fast weg. Ich glaube, ich sterbe jetzt. Ja, ich glaube, da muss man ziemlich senkrecht runtertauchen, kann sein, in manchen Stellen. Das war's. Ich sehe den Himmel, aber ich glaube, ich komme nicht mehr an. Wow. Alles klar. Oh ja, ich bin vielleicht... Da vielleicht hätte ich doch ein bisschen näher ranfahren sollen. Ne? War aber lustig. Hätte nicht gedacht, dass ich es schaffe. So, das nächste ist... Links von uns. Nee, wir machen erst die rechte Seite da. Ach so, ja, weil hier links hätten wir nur drei Stück noch, aber... Was hier links? Ach ja, stimmt, okay. Okay, hast du recht. Alles klar. Hab ich gesehen, dass es nur drei sind, deswegen. Ja.
Okay, da komme ich gut ran. Ist es nicht so tief? Oh, es ist in dem alten Helikopter. Interessant. Also nicht überall einfach so, nicht einfach so im Boden oder so, manchmal auch in so das. Wie gesagt, das andere war irgendwie eine Art Boot oder ein Hausboot. Ja. Ich hoffe, jetzt habe ich es nicht sabotiert beim Einsteigen. Ah, hast du schon markiert, Sek? Ja, da wo wir vorbeifahren. Ja. Halt ein bisschen auf der linken Seite hier ist auch noch ein Außenposten. Ja. Aber dann will ich jetzt nicht gleich aufschauen. Ja, ja. Ist es da oben? Ich guck mal kurz, weil das Symbol zeigt mir da oben, nachher ist da eine Höhle oder so. Aua! Das ist hier oben. Ich hab nur eine Schlange gebissen. Nächste schon mal. Oh! Geht. Hinter uns, ja, ja, ich habe Versorgungsfahrzeug markiert. Wir müssen ein Boot noch zerstören. Ja, ich fahre hinterher. Mit deiner Waffe dürfte das ja gut gehen da oben, ne? Ja, sollte. Stimmt, wegen der Sehung hatten wir immer noch. Das ist zwar schon tot, aber. Ich geh mal ein bisschen weiter weg. Ja. Nächste Fass ist markiert. War das von dem jetzt oder war das einfach? Ich glaube, das war nicht. Das müsste jetzt Faith gewesen sein, aber das war nicht in Faiths Gebiet. Ich guck mal kurz. Okay. Was wir dann auf jeden Fall, wenn wir den Festhaben machen, ist, wir holen uns das Sägewerk, weil das wirklich schon seit Anfang an gesagt, wir sollen das Sägewerk halten. Ja, das stimmt. Dann gehen wir da als erstes hin. Nach 15 Metern. Ah, in der Höhle drin, okay. Hier schwimmen Leichen? Ja, ja. Die haben uns freiwillig ihr Jetski übergeben. Ah, okay. Meiner ist schöner. Ich mag dieses Blau. Ja, ja. So. Also das nächste Fass wäre jetzt hier unten. Wo ist denn hier unten? Die Richtung, wo wir jetzt sind, weiter geradeaus runter einmal. Ich. Kann ich da rechts runter? Ja. Jetzt links rum, einfach an der Küste entlang runter. Ich wollte jetzt wissen, ob ich da auch hinkomme. Also links von uns ist hier die Insel, wo. Wo die Kirche, ja. Da wo wir nicht hinkommen, ne? Da dürfen wir wohl nicht hin. Die ist gut bewacht, diese Insel, ne? Ja. Das ist mit der Fesseln so der Ergebnis. Die Brücke sieht auch gut aus. Mit dem Stacheldraht im Auge. Ja. Da liegt noch eine Kiste im Wasser. Ah, du musst. Ah. Oben. Ja, in die Richtung, in die Rohre reintauchen. Ah, ich seh's, ja. Pennywise, das ist. Aber wo Versorgungsschacht hier, ne? Mhm.
Noch 6 Stück? Ja, das kriegen wir hin. Ah, hast schon mal Tür geschossen. Ja. Guten Tag, Nils. Hallöchen. Okay. Mach da. Oh, auch in so einem Rohr drin. Aber trotzdem noch so eine Leine, dass du... nicht so cool. Mhm. Andere Seite von diesem Rohr. Die eine Seite war zu. Aber trotzdem noch fand ich, was immer schön ist, wenn die Markierungen, also die Leinen immer noch dran sind, auch wenn sie halt durch diese Rohre durchgehen. Ja. Als hätte es dann irgendjemand so... Sie gesetzt. Zunächst so und ja, links rum, links hoch. Ach da. Okay. Bin ich mal gespannt, was es da gibt. Sagt noch nichts. Kann ich vielleicht Alkohol besser herstellen, schneller? Ja. Mit weniger Zutaten oder so. Sowas würde ich dem zutrauen, wenn es nur ein bisschen drin geht. Daneben uns, was jetzt zu uns gehört. Mhm. Ja, das ist eigentlich kein Problem. Okay. Sind Freunde. Das Blöde ist, wenn du die Markierung setzt, dann ist die dann gleich weg, wenn ich hier ins Wasser reinspringe. Dann sehe ich erstmal nicht, wo das blöde Ding ist. So, 4 Stück noch. So, nächste. Rechts von uns, hinter der Insel. Nein. So. Um die Insel jetzt drumherum und dann auf die Brücke zu. Hinter der Brücke ist das. Okay. Ach, die Insel der Bären, ich erinnere mich. Ja. Boah, da sind direkt lauter Blissfässer hier unten. 3 Stück noch! Läuft bei uns. Mach du, ich guck kurz. Abschluss. Da will man Spaß! Das ist ja richtig schnell hier, das war. Ja. Kanu, immer liegt irgendwas rum hier. So, Alter, jetzt wie ist was? Wie verwühlt diese Dinger hier sind.
Schon ein bisschen extrem. La 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 Whisky. Ja doch, der würde ich nicht sehen. Der würde auch alles mit Whisky machen. Die Sonne da auf die Insel aufgeht. Oh Gott, die ist weit unten. Ah, doch nicht. Ah, das wirkt jetzt einfach nur so rum. Eins noch, dann haben wir es. Eins fehlt noch, jawohl. Ah, müssen. Ein paar Meter noch. Hier rechts und an der Brücke vorbei. Und dann einfach links an der Küste entlang halten, immer weiter. Das ist doch richtig schön weit weg. Und dann müssen wir die Pässe noch abgeben. Und dann über uns das Siegewerk. Ja, noch ein bisschen weiter. Ja, ich dachte, ja, da geht's jetzt rein und dann ist es gut, ne? Nicht mit diesem Spiel. Ach, wieder in der Brücke hier vorbei gehen, ey. Wir kommen rum hier. Wir kommen. Das. Alter Schwede, das Ding ist aber weit weg hier. Ja, fast da. Mit anderem Wasser, aber wirklich jetzt hier. Zack, 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 eins am anderen. Das Ding setzt natürlich am weitesten Fremdsport. Da haben wir es doch. Versteckt in dem Käfig. Ja klar, ich würde ihn fast auch schon im Käfig verstecken. Wie kriege ich den Käfig auf? Ich kann ja nicht zuschlagen. Hast du eine Idee? Nee. Dynamit fischen? Das wäre eine Idee, ja. Okay, geh da mal weg. Da oben liegt einer. Da kommt nicht sogar nicht heran. Guck mal. Und da liegen, zufällig liegen da Handgranaten. Was das ja, wohl dann zu bedeuten hat. Nein, ich würde gut drücken, nicht. Geht es mit Dynamit normal? Ups. Oh, da geht er weg, geht er weg, geht er weg. Ich hab das Fass. Okay. Alter, ich hab unser Brötchen weggesprengt. Okay, das war ziemlich cool. Ey, da unten ist das Schiff! Das Versorgungsding! Da oben fährt er!
Hast du ihn? Du hast ihn, ne? Nee, du hast ihn nicht. Schade. Oh! Sauber! Oh, so, jetzt können wir das Ding abgeben, ne? Oh, ist der doof, geh doch weg da! So, Whiskyfass, Hand River. Dann gib mir das mal ab. Ich habe gerade gesehen, da sind noch ein paar offene Sachen. Wir haben noch. Ja, so ein bisschen haben wir da noch. Verbessere deine Angelfähigkeiten, indem du verschiedene Fischarten fängst, bevor du es. Oh Gott. Das würde ich auch. Okay. Ein Schrein fehlt uns noch. Ein verdammter Schrein. So, Whiskyfässer geben wir jetzt ab und dann gucken wir mal offline nach dem letzten Schrein, ne? Oh, ist ein Comic. Ah, hier drüben. Hast du einen Comic gefunden? Ja, in Faith-Region. Okay. Ist das hier gleich? Behalte das mal im Auge oder markier's mal. Weil ich würde gerne kurz schnell reisen. Ja. Nicht wieder schnell reisen, dann. Weil da vorne kann man die Whiskyflaschen abgeben. Also ich würde gerne den letzten Schrein, da ist jetzt bloß noch alle, dann hätten wir das auch. Weil ich habe gesehen, das sind noch offene Sachen. Also die Sammeldinger sind da extra aufgeteilt. Ja. Nur ein einziger Schrein, das gibt's doch gar nicht. Oh, du bist zurück. Hattest du Glück? Ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass du den McKellens gefunden hast. Mein Vater hat getönt, er wäre nur ein Mythos, aber ich wusste es besser. Das Zeug greift schon mehr als ein halbes Jahrhundert unter Wasser. Ich wette, da könnte ich gutes Geld für kriegen. Vielleicht werde ich das auch. Ups, Entschuldigung. Aber jetzt muss ich erstmal diese kleine Familienzusammenführung feiern. Danke für alles. Es gab 900 bis 400 Regionsverdinge und die Karte hat mich 1200 gekostet. Wir haben überlebt. Das verdanken wir dir. Also habe ich jetzt 100 Dollar daran verdient. Aha. Das ist also der Lohn für all die Mühe. 100 Dollar. Ich halte es im Kopf nicht aus. Hier vorne gibt es einen Heli. Ja. Und dann müssen wir immer noch einen Schrein finden. Ich habe noch keine Ahnung, wo die sind. Oh. Dafür gibt es ja keine Karte. Hier ist was zu lesen. Moment. Wo? Am Brett hier. Wo? Hinter dir. Am Brett, am Anschlagbrett hier. Wenn du die riesige Holzkarte in der Nähe der Silver Lake siehst, dann suchen wir dort aus einer bestimmten Richtung Nord, Süd, Osten, Westen. Wenn du diese Richtung schwimmst, wirst du unter Wasser ein Whisky verstoßen. Zahle dir einen Retten, finde dann, wenn du ihn findest. Wenn du mehr findest, brauchst, dann komm in den Can of Worms, Angelbedarf und sprich mit Sherry. Ach, ist erledigt. Ja. So, wo hast du den Comic markiert? Wir könnten aber zuerst. Ich habe gerade einen Helikopterplatz. Ist gleich hier um die Ecke. Dann haben wir einen Helikopter. Hier, 52 Meter. Einmal auf die andere Seite hier. Ah, du hast den Comic markiert da hinten. Ja, ja. Komm schon da rüber. Boah, fischen sollte man eigentlich auch noch, dass ich die Mission endlich abschließen kann, dass wir so einen riesigen Fisch rausziehen können. Okay, das, wisst ihr was? Machen wir in der nächsten Folge. Wir schließen den ganzen Zeug dann ab. Oh Gott. Ich komme nicht zu dem, was ich eigentlich vorhab. Wir suchen jetzt offline mal kurz.
Hat der keine Waffen? So, Dele. Ich hab uns einen Heli gespawnt. Jo, sehr gut. Kurz den Comic hole ich mir aber gleich nochmal, da kann ich mich einfach hin teleportieren, wenn ich jetzt wüsste, wo das jetzt hier ist. Da oben, okay, da waren wir noch gar nicht. Da müssen wir kurz hinfliegen. Oh, machen wir schon. Ja, dann holen wir uns noch in dieser Folge und dann, vielleicht sieht man ja da oben auch den... Da oben ist eine Hütte, so wie es aussieht, ne? Nein, ist noch gar nicht da. So ein blöder Schrein fehlt uns noch, dann hält man die Aufgabe auch. Oh, vielleicht ein bisschen höher. Danke. Alles im Griff. Hat dazu gefehlt. Ach komm, hier oben müsste doch auf jeden Fall eine Hütte sein. Komm, ein Schrei. Oh. Alter, alles im Griff. Alles im Griff. Also, komm, lass es ein... Was ist das denn? Schade, kein Schrei. Okay, eine Hundehütte? Mitten im Wald? Ach, ein Camp, okay. Du sahst gerade aus wie eine Hundehütte. Da liegt der Comic. Sehr gut. Noch zwei Stück, dann hätten wir das auch. Die anderen sind im anderen Gebiet, oder? Wo könnte denn hier die Hütte, der letzte Schrein? Wir sind auf jeden Fall noch nicht drüber geflogen, da müsste es irgendwo sein, wo es dunkel ist, oder? Theoretisch ja. Wo sind wir? Wir sind dort. Wir waren hier hinten noch nicht, bei dem Bison, ungefähr da. Wir machen jetzt auf jeden Fall Folgenpause und suchen diesen Schrein. Es sind ja nicht so viele Gebiete hier mehr, wo es dunkel ist. Dann fliegen wir da einfach mal drüber und hoffen, dass wir das Ding finden. Nur falls landen wir dann einfach mal kurz, dass wir auch die Dinge dann haben, die Karten. Okay. Genau. Ich guck mal, vielleicht können wir in der nächsten Folge... Ah, da ist eine Wackelpuppe, da müssen wir das Gebiet erobern. Da ist ein Comic, da ist nichts, da ist ein... Oh, ein Trapper-Versteck. Aber wir holen uns. Machen wir beide. Oh, da drüben ist auch. Scheiße. Wenn wir die letzten zwei Comics kurz finden würden, dann könnten wir die auch abgeben. Ich sehe hier nur einen im neuen Gebiet. Na gut, wir gehen jetzt nächstes mal fischen. So, jetzt fliegen wir noch ein bisschen rum. Wir bedanken uns vielmals fürs Zusehen. Der Heli ist, glaube ich, schon irgendwie in der Luft. Ich sehe nicht. Ach, da. Bin da. Ich hätte mich auch reinziehen können. Okay, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Hoffentlich bis zum nächsten Mal bei Far Cry. Wenn wir das finden, machen wir da wieder an. Bis gleich. Tschüss. Tschüss.